Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen. Es wurde eine neue Ella angekündigt. Wir haben natürlich gewusst, dass jetzt bald eine Ella, also ziemlich bald eine Ella kommt, die nächste Ella nach dem Hawken-Oslo-Banner. Und ja, wir haben jetzt herausgefunden, welche sie ist. Es wurde gestern, oder wann war der 14. November? Ja, das war gestern, wurde angeteased, dass der hier. Und jeder dachte so, nein, niemals. Niemals machen die jetzt noch eine Liz. Und viele haben gedacht, Goddess Liz. Und einige hatten auch gedacht, Illette. Einige hatten auch gedacht, Illette. Und was man dazu sagen muss, Illette ist nicht mal so falsch. Illette ist wirklich nicht mal so falsch. Aber ich kann euch hier ein bisschen Dinge ermutigen. Es ist nicht Illette, ihr seht es ja tatsächlich schon, aber ich zeige euch den zweiten Test trotzdem nochmal. Es ist Margaret. Die blaue Margaret, die Fessel Margaret bekommt einfach einen LR. Die blaue Fessel Margaret bekommt einfach einen LR. Ist schon ziemlich geil, ist schon ziemlich geil. Weil hat eigentlich kaum niemand erwartet, hat eigentlich kaum niemand erwartet. Aber was witzig war, ich habe es nämlich erwartet. Nämlich, hier ist es, wo ist es? Hier. Amazing, kennt ihr bestimmt, Amazing Green Crossing YouTuber, hat hier gepostet, bliblablub, haben in den Kommentaren noch eine Diskussion. Und da habe ich gestern geschrieben, um 5 Uhr, genau, Margaret could be a good guess. Also, ich habe gedacht, Margaret könnte es sein, weil Illette wird es wahrscheinlich nicht sein. Eine weitere Liz wird es wahrscheinlich nicht sein. Mai wird es garantiert auch nicht sein. Sarel, okay, Sarel wäre cool gewesen, aber unnötig. Ich habe es geschrieben und dann vor einer Stunde habe ich halt geschrieben, I guess it was a good guess, weil ich habe es einfach erraten. Ja, fand ich relativ flüssig, wollte ich euch nur mal zeigen. Aber ja, genau, nämlich Margaret. Und Illette, habe ich ja gesagt, ist auch nicht falsch gewesen, denn wir bekommen eine neue Illette. Wir bekommen eine neue Illette und ich denke, das ist jetzt so cool, okay, aber Margaret viel Hype, viel mehr Hype und sowas. Natürlich, natürlich, es ist noch immer Margaret, klar, klar, klar. Aber was hier das Kranke dann ist, diese zwei in Kombination, crazy, crazy, crazy. Natürlich nicht nur die zwei. Ich sage, ich calle jetzt, Goddess ist sowas von back. Mile wird sowas von reinkommen in den November Festival für Leute, die noch nicht haben. Hundertprozentig. Und mit diesem Team hier, wenn ihr jetzt für Illette sammt, crazy. Ich hoffe, sie kommt in die SCR-Tickets, weil das wäre sehr nice, weil ich sammle bei ihr nicht. Aber ich hoffe, sie kommt in die SCR-Tickets, weil es ist Illette, eigentlich kommen die meistens immer in die SCR-Tickets. Aber ich sammle halt bei ihr nicht. Aber, nämlich, ich zeige euch gleich, warum das so crazy ist. Ich zeige euch, warum das so crazy ist. Aber ich habe es ja schon gesagt, Illette ist die neue Unit, die als Banner rauskommt. Das ist sozusagen der Bait-Banner vor der November-Festival. Das ist der Bait-Banner vor der November-Festival. Aber sie ist halt die neue Unit, die im neuen Banner rauskommt. Nächste Woche Dienstag sollte es bei uns sein, wenn mich nicht alles irrt. Ja doch, nächste Woche Dienstag. Und natürlich auch noch die neue Margaret. Die Ella Margaret bekommen wir nächste Woche Dienstag auch noch. Ich habe Ella Liz leider noch nicht gemacht, deswegen mache ich wahrscheinlich erstmal Ella Liz, weil sowieso meine Teams im PvP sind nicht Goddess. Mein Teams sind Anon und Dim. Deswegen, da reicht es mir schon. Ich brauchte nicht für PvP, ich würde sie einfach nur gerne irgendwann mal haben, klar, klar, klar. Aber ich fokussiere mich erstmal auf Ella Liz. Und ja, das ist halt die neue Margaret. Wir gehen gleich drauf ein, was sie macht, gar kein Problem, also da braucht ihr keine Sorgen machen. Und das ist die neue, wie heißt nochmal, Illette, genau. Und ich will euch kurz nur noch den Banner zeigen, nämlich der Banner ist jetzt nichts Besonderes. Er hat einige coole Units, um aufzuzählen ungefähr 3 circa, ja. Wenn man jetzt sie hier aus vornimmt. Nämlich, das ist ein ganz normaler Banner, den ihr kennt. Das ist ein 600er Banner. Bei 600 bekommt ihr sie garantiert. Bei 300 bekommt ihr garantiert der SR. Hier unten steht es, genau. Und ja, Illette ist ziemlich gut. Ist also, Back-Unit ist das. Eine Back-Unit für Goddess ist ziemlich krank. Ist ziemlich krank. Nämlich, wenn Goddess eine Back-Unit bekommt. Also vor ein paar Wochen haben wir gesagt, wenn Goddess eine Back-Unit bekommt, dann crazy, dann crazy. Und das gleiche mit Humans. Wenn Humans, also LRS genau, eine Back-Unit bekommt, wer wird da Bro, so overpowered werden, das kann ich euch ganz genau sagen. Und vielleicht irgendwann bekommen wir eine bessere Backunit als Jenna. Vielleicht bekommen wir irgendwann eine Backunit und kommt Eskon wieder rein. Zum Beispiel Mal. Mal hat man auch nicht mehr so oft gesehen im PvP. Und jetzt nach, wann kam Mal raus? Im Februar, glaube ich, kam Mal raus. Und jetzt im November kommen 2 Units raus, oder eine Unit, eher gesagt, eine wird LR gemacht. Und durch diese eine Unit und durch diese LR wird Mal wieder komplett in die Mitte steigen, weil er komplett overpowered sein wird. Und das war crazy. Ich hab sehr große Angst vor dieser Meta mit Mal. Aber wir haben Hell als Meta, Albedo als Meta. Also Hell, Albedo und Tür. Wir haben Demon King nicht mehr so präsent in der Meta, aber Demon King ist nochmal Demon King, muss man ihm lassen. Und jetzt noch Mal. Boah, das wird schon crazy, das wird schon crazy. Die Interessanten aus diesem Banner finde ich, diese Liz.
Ist in Ordnung, kannst du für Dinger benutzen, für Nine Boss Battle. Ist halt nichts Besonderes, aber kannst du halt benutzen, so juckt ja nicht. Roxy finde ich sehr krass, weil Roxy hat auch ja einen Relic jetzt bekommen. Und Roxy bekommt ihr da auch aus dem Banner raus, wenn ihr sie wenn ihr das samt. Finde ich geil, dass man da auch ein bisschen Mehrwert dazu hat. Und die beiden Kollegen hier, Chandler und Cusack. Chandler, wie gesagt, nicht so krank, aber Cusack noch immer ein sehr gute Background für Deem, wer sie nicht hat. Ich habe sie noch immer nicht. Aber kann man nichts machen. Bekomme ich wahrscheinlich auch nicht. Müssen wir gucken, ob ich sie irgendwann mal irgendwie ziehe. Ich glaube, die sind gar nicht in den SSR-Tickets, gell? Ich glaube, die sind nicht in den SSR-Tickets. Ja, ist ein Fortschritt gewesen. Hatte kein Glück bei dem Banner. Also bei dem, welchen Banner? Deem King war das, gell? Im Deem King war er drin. Hatte da leider kein Glück. Kann man nichts machen. Wie gesagt, 300er, 600er ist halt der klassische Banner. Und viele dachten ja, dass Hawken Oslo der Bait-Banner ist, aber das macht Net Marvel niemals. Weil die wissen, Hawken Oslo ist eigentlich nur so ein Meme-Banner. Eigentlich wird da keiner reinsammeln. Und die brauchen ja einen richtigen Bait-Banner. Und das ist so ziemlich der größte Bait-Banner. Was ich nur schade finde, ist, dass Margaret natürlich nicht in dem Banner ist. Es ist ein Festival, okay. Aber eigentlich haben die ja bis jetzt so gemacht, wie ich mich erinnern kann, jede neue Ella ist in dem Banner selber drin gewesen. Ja, gut, es ist ein Festival, aber I mean, du hättest auch in diesen Banner reinmachen können. Du hättest auch gönnen können. So, wisst ihr, was ich meine? Er ist die neue Ella, die ist 2 Jahre alt oder sowas, 3 Jahre alt. Deswegen, ja, schade, dass sie es nicht reingemacht haben. Kann man aber nichts machen. Aber trotzdem relativ cool. Natürlich will ich euch noch zeigen, was die Charaktere machen, die zwei. Nämlich, gehen wir zuerst mal auf Illette ein. Jetzt, wie gesagt, Illette ist eine Backunit, deswegen. Sonst, sie wäre eigentlich auch vorne nicht so schwach, aber ist eine Backunit, weil vorne habt ihr die Ella Liz, genau. Die Ella Liz habt ihr vorne, Ella, Margaret und Mal und hinten habt ihr sie. Und hinten habt ihr sie, genau. Ella Liz natürlich mit Bedacht genießen, weil Ella Liz hat ja diesen einen Teil von der Passive, die nur in PvE funktioniert. Aber trotzdem ist sie halt sehr, sehr gut. Trotzdem ist sie halt sehr, sehr gut für einige Sachen in PvP. Wenn ihr sie nicht spielen wollt, dann könnt ihr sie ja mit Tamil auswechseln oder sowas. Müsst ihr gucken, wie ihr es macht. Auf jeden Fall, für jeden Goddess Ally im Battle werden die Basic Stats von den Goddess Allies um 5% erhöht. Und für jeden Buff-Effekt auf den Goddess Allies wird der Damage, den die Goddess Allies, die Goddess Allies machen, um 3% erhöht. Bis zu 8 Mal. Das ist crazy. Guck mal, ihr habt eigentlich schon, also Basic Sets werden für jeden Dinger Goddess Ally, werden die Basic Sets um 5% erhöht. Da habt ihr schon mal 15% Basic Sets drauf. Und jetzt, Kranke, wenn ihr einen Buff drauf habt, einen Buff, kein Debuff, einen Buff. Wenn ihr einen Buff habt und mit Margaret werdet ihr Buffs drauf haben, so ein Ding ist es nämlich, dann bekommt ihr für jeden Buff nochmal 3% Damage stellt drauf, also mehr Damage macht ihr. Für jeden Buff, den ihr drauf habt. Ihr macht schon durch den Buff mehr Damage oder mehr Verteidigung habt ihr und sowas, mehr Basic Stats. Und dann bekommt ihr aber, weil ihr Buffs habt, bekommt ihr noch mehr Buffs. So ein Ding ist nämlich. Und das ist schon ziemlich krass. Vor allem, weil sie in der Bag funktioniert. Weil wir wissen alle, Illette hat nicht die krasseste CC und sowas. Die würde auch wahrscheinlich die Schwächste aus dem ganzen Team sein. Aber da sie ja hinten ist, also eine Bag-Unit, juckt es gar nicht. Ihr könnt sie nicht töten. Ihr habt diesen Buff konstant, wenn ihr Buff drauf macht. Wisst ihr, was ich meine? Und es ist halt crazy. Das ist schon crazy. Und auch wenn sie vorne ist, jetzt kommt's. Auch wenn sie vorne ist, ist sie sehr, sehr konstant. Nämlich hat sie dieses Angel Assault Single Target, die auch Ult Gauge wegnimmt. Und das lieben wir natürlich. Dass es Units gibt, die Ult Gauge wegnehmen. Weil, stell dir vor, der Gegner macht einen Ult Rush. Ihr habt nichts mehr, ihr könnt nichts mehr machen. Wenn er die Ulti poppt, seid ihr tot. Es gibt ja manche. Wenn Deem King seine Ulti nach dem Buff poppt, seid ihr tot. Wenn Meliodas mit Vada Magie seine Ulti poppt, seid ihr tot. Wenn Transcendent Band seine Ulti poppt auf 3-6, seid ihr tot. So ein Ding ist es nämlich. Deswegen, so welche Karten sind sehr, sehr geil. Also auch wenn sie vorne ist, kann sie sich auch noch verteidigen. Und auch noch heilen. Das ist crazy. Die hat alles. Die hat Ult Gauge Removal, die hat Back Unit Support und die hat ein Healing. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Also Recovers All Allies HP, also von allen Allies, 400 HP von der Attack Power und macht alle Debuffs weg. Natürlich habt ihr Margaret, aber sie heilt gleichzeitig noch. Margaret heilt nicht, sie heilt gleichzeitig noch. Ich glaube aber, wenn es die gleiche Karte ist wie King, weil King macht ja mit seiner Level 1, also der allererste King, der blaue King, er macht ja mit seiner Level 1 nur alle Debuffs weg. Mit seiner Level 2 healt er dann erst. Oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau, das ist ziemlich alt, wo ich ihn gespielt habe, aber deswegen hört mir zu. Es kann sein, dass er mit der Level 1 nicht mal healt oder nicht mal Debuff wegmacht, erst ab Level 2 eins von den beiden dann dazukommt. Ich weiß aber nicht genau. Ultimate sollte eigentlich die gleiche sein, tut alle Debuffs von Allies wegmachen und macht einen Effekt auf den drauf, was Debuffs halt Dinger nullified, also du kannst gar nicht gedebufft werden. Und dann deine Dinger Defense-Rated Stats werden dann um 150% gebufft.
Ist schon crazy, wie gesagt, ist eine Backing, muss vorne gar nicht so stark sein, nämlich die macht ihr ein, ihr macht vorne eurem Team Margaret, Ellalis, also Ella Margaret, Ellalis und Mile und dann macht ihr sie in die Back und ihr habt schon ein crazy, crazy starkes Team, ihr habt schon ein crazy, crazy starkes Team. Wenn so eine Backunit für LRS rauskommt, also für Humans allgemein, Humans wird so die Meta dominieren, Humans wird so bodenlos die Meta dominieren. Einzigste, was Humans fehlt, ist die Backunit Support, aber sonst crazy, sonst crazy. Deswegen, ich habe Angst vor dem Tag, dass das kommt, aber jetzt habe ich auch schon Angst vor dem Tag nächste Woche Dienstag, wo Mal diesen Buff bekommt von Illette. Das ist crazy. Und nicht nur den Buff von Illette, sondern auch den Buff von Margaret. Nämlich natürlich, hier ist es ein bisschen größer, dann müssen wir ein bisschen länger talken. Ist nichts Besonderes eigentlich. Eine kleine Änderung. Ich finde aber das Artwork auch crazy. Ich finde auch das Artwork crazy, wie sie so in die Kamera schaut. Aber ja, es ist halt geil. Ist halt geil. Und ihr seht schon hier, die AOE ist eine Debuff-Karte geworden. Kein Infekt, ich kann euch beruhigen, kein Infekt. Nein, die machen nicht bei jeder LR-Unit einen Infekt rein. Nee, nee. Nämlich, ja, ich lese das alte nicht vor. Jedes Mal, wenn ein Stance oder ein Buff-Skill gemacht wird, dann ist ja ihre Passive so, dass 8% Basic-Stats increased werden. 8% Basic-Stats bis zu 5-mal, also bis zu 40%. Und dann kommt jetzt bei der LR-Passive dazu und für jeden Debuff-Effekt, den du weggemacht hast, mit deinem Dinger, mit, wie heißt es, mit dieser Karte hier, genau, wird der die Critical Chance, die du machst, also dein Crit Chance und dein Crit Damage von allen Goddess Allies um 4% erhöht, bis zu 5-mal, also bis zu 20%. Also, wenn du alle Debuffs wegmachst mit einem Skill, dann einfach crazy, crazy, crazy Crit Damage und Crit Chance Increase. Und das war's noch nicht mal, weil es ist schön, Crit Chance, also um 4% natürlich Increase, das war's noch nicht mal, denn Crit Chance ist schön, weil dann hast du eine höhere Chance zu critten, aber wenn der Gegner halt zu hohe Crit Resistance hat, dann ist schon trotzdem noch immer Stier, Daran haben sie aber auch gedacht, nämlich ihre Holy Blade ist ja jetzt eine Debuff-Karte. Inflicts Rush Damage, ein bisschen stärker als vorher, war es 130%, jetzt 143% to all enemies. Aber jetzt, da es eine Debuff-Karte geworden ist, macht es noch Dinger, also verringert die Crit-Resistance von den Gegnern um 20% für einen Turn. Das ist der ausschlaggebende Punkt, was mit ihrer Passive komplett zusammenarbeiten kann und ihr nur noch, ihr bodenlos nur noch critten werdet mit Mal und mit ihr. Ihr werdet so ehrenlos nur noch critten, das ist so crazy, Deswegen, ich habe sehr, sehr große Angst vor dieser Meta. Und es geht natürlich immer höher. Crit Resistance um 20% verringert, Crit Resistance um 30% verringert und Crit Resistance um 50% verringert, genau. Und das ist halt schon ehrenlos, Aber ich finde es geil, dass sie auch diese Karten komplett verändern können, als eine Debuff-Karte ist, wie bei LR Meliodas, dass sie daraus eine Infekt-Karte gemacht haben. Jetzt eine Infekt-Karte hier wäre ein bisschen zu overpowered, aber ich finde auch Critical Resistance Verringerung ist schon auch geil. Dann muss die zweite Karte, genau, Remove Debuffs Effekt from all allies, also ist einfach die Buff-Karte, die ihr so kennt, also alle Debuff-Effekte werden weggemacht und Damage stellt, also den Damage, den ihr zu Enemies macht, wird um 30% erhöht und ihr bekommt 20% weniger Schaden und Dinger für zwei Turns. Das ist einfach, das ist der glitzegleiche, nur das wurde ein bisschen höher gemacht. Also auf Level 1 ist es genau gleiche von der normalen Margaret, auf Level 2 wirst du 50% mehr Schaden machen auf Enemies und bekommst 40% weniger Schaden für zwei Turns und auf Level 3 Dinger 20% Basic Stats bleibt gleich, nur dann noch Damage stellt, machst du 60% mehr Schaden anstatt 50% und du bekommst 50% weniger Schaden anstatt 40%, also um 10% erhöht sich das immer bei der Ella Margaret. Ist schon ziemlich geil. Und jetzt kommt die Ultimate, was ich auch crazy finde. Die haben so einen kleinen Teil reingepackt in die Ultimate, was Neues, was sehr geil ist. Nämlich, normale Cutting Damage ist halt eine sehr starke Ultimate auf 6-6 vor allem. Eigentlich one-shottet ihr jeden damit. Wenn ihr eine 6-6 Margaret Ultimate auf jemanden macht, one-shottet ihr den. So ein Ding ist nämlich. Margaret's Ultimate ist noch immer geil. Also Cutting Damage ist halt crazy. Jetzt kommt aber was anderes. Dieses rote. Auf alle Enemies, natürlich, das ist keine AOE Ultimate geworden, das habe ich als erstes gedacht, ich so, was, ist eine AOE Ultimate? Aber nein, nein, wenn es eine AOE Ultimate gewesen wäre, dann wäre vorbei gewesen. Aber nein, nein, nicht AOE Ultimate, sondern auf alle Enemies für zwei Turns wird ein Effekt drauf gemacht, das sagt, dass die 50% mehr Schaden bekommt für zwei Turns. Das ist crazy und dann machst du deine Ultimate drauf. Und das ist ein garantierter One-Shot. Und du hast ja diesen Debuff auf die Gegner gemacht, hast 40% mehr Schaden bekommen, machst irgendeine Mal AOE Mal Single-Target drauf und die sind tot. Fertig ist es. Mehr können sie nicht, die können gar nichts mehr machen. Also,
Die können gar nichts mehr machen. Goddess wird so ein overpowered Team werden. Jetzt müssen wir nur noch in die Kommentare schreiben, was ihr denn von dieser Illette und von der Margaret haltet. Sammelt ihr bei Illette? Weil, wie gesagt, ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, denn ich spare ja auf New Year's Festival. Natürlich, bis zum New Year's Festival habe ich wieder Gems. Ich gucke mir vielleicht, aber ich spiele halt kein Goddess eigentlich. Ich spiele eher Demons und Unknown. Das wisst ihr ja. Ich spiele eher Demons und Unknown. Goddess spiele ich eigentlich kaum. Nur Mal habe ich gesammelt, weil Mal mein Lieblingscharakter, einer meiner Lieblingscharaktere ist, neben Merlin und Escanor natürlich. Aber, ja, Goddess sind halt nicht meine Main-Teams, deswegen weiß ich es nicht genau. Und dann würde ich noch gerne wissen, macht ihr jetzt straight up Margaret, wenn ihr noch nicht Ella Liz oder Ella Escanor habt? Oder macht ihr jetzt, macht ihr jetzt eine von den anderen beiden? Weil, vielleicht macht er natürlich auch Lost Family, ist ja klar, aber ich zum Beispiel, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Ella Liz, weil sie ist ein sehr guter Support für Nidhogg ist, so wisst ihr, was ich meine? Und ich sowieso nicht, wie gesagt, wie heißt das, Gottes Spiele, lohnt sich für mich Margaret eigentlich gar nicht. Aber Margaret ist sehr coole Ella, auf jeden Fall sehr, sehr starke Ella. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, für was ihr euch entscheidet. Das war's.